Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Lange habe ich es vor mir hergeschoben, aber endlich ist es soweit. Hier könnt ihr die besten Runden aus den Streams jederzeit anschauen. Über ein Abo und ein Like auf dem Video würde ich mich sehr freuen. Sagt mir auch gerne in den Kommentaren Bescheid, wie euch das Video gefallen hat. Viel Spaß! Du hast mich nicht gesehen, ich oder? Ich hab gar nicht gesehen. Nee, ich dachte Franz wäre. Ja, wir waren ein paar Runden Crewmate-Simulator, das passt schon. Wir waren einfach ein paar Runden Crewmate-Simulator, das passt schon. So. Wo waren wir stehen geblieben? Achso, ich hab gar keine Task hier oben. Lol, okay. Was denn, Chat bitte? Ja, klar. Aber in den Diskussionsrunden würde ich schon gerne noch ein bisschen zuhören, was sie da so diskutieren. Finde ich immer ganz interessant. Wenn ich mal so denke, hey, was gibt es denn zu besprechen? Scheiße, wer stand vorhin am Pylon? Okay, Pylon. Wo ist sie? Oh, Leck 2. Ich bin nicht tot. Oh, krass. Okay. Ja, du bist da. Oh, ich sehe, was du weißt. Oh, ich ärgere mich gerade. Ich habe nämlich zwei Leute am Pylon vor Electrical gesehen. Ich weiß nicht mehr, welche Farbe das war. Ich habe also, Tim und Miranda gesehen. Ich stehe gerade schon eine Weile auf der Leiche und wollte eigentlich warten, bis einer das Licht anmacht, damit ich sehe, wer noch in der Nähe ist. Willst du mich verarschen, Tim? 10 Sekunden tot. Wow. Dann ist der 10 Sekunden auf der Leiche, um zu warten, ob wenn jemand das Licht anmacht, du dann gucken kannst, ob jemand in der Nähe ist. Okay, das ist dumm. Warte mal, wo ist denn die Leiche? Wo ist denn die Leiche? Das muss irgendwo bei Storage liegen. Storage und Electrical. Ja, also, zwischen Electrical und Storage. Warte, du hast 10 Sekunden auf einer Leiche gestanden, damit, wenn dann das Licht angeht, du siehst, wer dann noch da ist, wenn er nicht weggegangen wäre. Ja. 10 IQ. Ja. Ja. Nee, das ist schon wieder zu krass für unser Verstand. Minimum! Das ist schon wieder zu krass für unser Verstand. Stehst du auf der Leiche, die reported wurde, auf der anderen Leiche? Ich stehe auf Reval, der ist vor Electrical. Und wer wurde reported? Ich glaube, ich habe auch Reval reported. Pink wurde reported. Parsival ist keine 10 Sekunden alt. Weiß man, wo Parsi zuletzt war? Ich habe nur Leute in Labor gesehen auf dem Admin-Brett. Es war vielleicht noch einer in Storage, aber da habe ich keine Ahnung. Genau, also ich bin Lab gegangen und da kam Franz gerade aus Lab raus. Ich stehe gerade in Specimen. TJ, welchen Schlüssel hattest du denn? Ich hatte den 5. Reihe, den 19. Oh. Sehr gut. Ich hab geguckt, ob Breeze vielleicht dahin läuft. TJ, hast du gerade gesagt, du bist in Lab gegangen, weil ich bin in Lab gegangen. Ihr seid beide in Lab. Aber Licht ist ich ja bin, aus. Ich stehe gerade am Bohrer. Ich glaube, Parsival ist auch ins Lab gegangen. Da bin ich mir dann bin ich vor dir ins Lab gegangen. Okay, alles klar. Ja, ich bin recht lange oben stehen geblieben. Wer ist denn bei Lab? Ja, also, vielleicht mal kurz aus meiner Sicht. Ich bin zu Storage gelaufen, habe den ersten Teil meiner Storage-Task gemacht, bin dann raus, war an dem Labyrinth zwischen Electrical und Storage, sah dort auch Miranda und Tim Horus, lauf dann nach rechts, um den ersten Teil meiner Storage-Task zu machen, komme zurück und sehe den Report-Button halt, wenn ich oben schräg so ein bisschen links über Storage war. Und weiß ich nicht. 10 Sekunden also Max, finde ich weird. Right, Max ist ein schneller Killer, Leute. Jo, stimme ich zu. Der killt sehr schnell zum Anfang. Aber was mich wundert, Franz ist, Max ist ja auch einer der Verdächtigen, weil er auch gleich in der Nähe der Leiche war. Ich habe ja reported, logisch. Also, eine wichtige Info noch, am Anfang waren alle Türen zu, das spricht auch ein bisschen für Max. Danke. Nicht für Max, ich glaube, das spricht für Rezo. Schnell aus Lab raus. Ultimate, no. Weil ihr zu zweit mit reingegangen seid und ich dachte, einer von euch ist es. Und bei Rezo dachte ich, er hat die Türen in der letzten Runde zugemacht am Anfang. Hä, nein, ich bin nicht Fame. Ich bin einfach nur ein Casual. Typisch, sorry. Casual Vibing hier, mehr nicht. Ich guck halt 50 Mal nach links, ob ich wirklich gemutet bin, weil ich paranoid bin. Mir fehlt dieser Sound vom Teamspeak. Sound muted. Ich bin richtig verdammt paranoid. Dalu fehlt noch. Ich glaube, mit Dalu hast du richtig stronges Gameplay. Also Dalu wird richtig schwierig auch sein. Mann, ich dachte, da kommt noch einer. Ich habe gerade versucht, so ein bisschen im Beat mitzuschießen. Komm schon schneller. Ich will hier nicht sterben. Okay, geil. Fuck. Oh mein Gott, ich hatte Angst. Franz, Miranda, O2. Oh mein Gott, mit Live ist es ein 30er Kill? Was? Was? Oh mein Gott, ich glaube, ich bin in Simon Says und ich glaube, Unge liegt neben mir, oder? Nein, nein. Wo bist du? Specimen. Nein.
Unge wow. liegt oben in der Schleuse, bei der Schleuse, wo man wieder rausgeht oder wo man rein und rausgehen kann. Also zwischen Lab hast und hast du das noch gesehen? Specimen? Also ich bin von Lab, wollte ich gerade runter. Ich glaube, TJ habe ich noch gesehen, wie du runtergegangen bist zu Specimen. Aber das ist eine Weile her. Das muss nicht das sein. Es kann das sein. Wäre halt doof, dann weiter zu Specimen reinzugehen. Deswegen glaube ich nicht, dass es TJ ist. Das wäre ein Kill, weil Franz und ich haben diesen Kill nicht gemacht. Auch so eine Mirana auch nicht. Weil genau da in der Nähe ist ja auch ein Vent. Ja. Ich denke, also war noch jemand mit dir im Labor? Wir können erstmal theoretisch rausnehmen. Zufällig, der hingelaufen ist? Ich hatte dich gesehen, wie du runtergegangen bist, aber wie gesagt, das ist zu lange her und es wäre zu dumm, wenn du in die Richtung gehst, den Kill zu machen. Deswegen glaube ich nicht, dass du es bist. Es ist eine Ehre, wenn zu dumm geht es. Also der Kill kann maximal 4-5 Sekunden alt sein, denke ich mal. Okay. Der Kill ist 3 Sekunden alt. Tatsächlich. Frage, wieso könnt ihr mich bitte saven? Wer hat mich bitte wo gesehen? Also ich habe on der Cam Mirana und Franz O2 gesehen. Okay. Riot Max ist in Storage. Ja, ich habe ja zwei Teile. Und Timid ist an Lifeline. Yes. Ja, also Timid kommt auch eigentlich nur für den Vent in Frage, aber würde ich sonst auch nicht. Nee, der Kill. Cool. Okay. Sind Rezo und TJ hier Imposter-Pärchen? Oh, nee, also Rezo kann natürlich Self-Report gemacht haben. Er stand auch vorhin noch lange auf meiner Leiche drauf. Also, wir müssen ja nicht voten, ne? Nostalgisch auf jeden Fall. Timid habe ich quasi aus dem Office-Bereich gesehen, als ich am Anfang in der Cam war. Ich weiß nicht, wie alt der Kill ist, aber könnte theoretisch aus dem Lab gewendet sein, wenn der Kill alt ist. Nee, das ist ja neu. Die einzige Info gibt ja Timid. Also ich bin dafür, TJ ist auf jeden Fall. TJ muss Imposter sein, er ist noch nicht tot. Also, kriegen wir hin. Und es könnte auch einfach Timid und Rezo sein, theoretisch. Nee, TJ lebt, TJ ist Imposter. Wir hatten ja gerade beim ersten Kill hatten wir ja Max und Tim, der auf der Leiche stand, ne? Genau. Mirana, theoretisch. Hä? Du warst auch schon in der Gegend, oder nicht? Ja, ich bin hochgelaufen, naja. Für den ersten Kill, Parsi war in Richtung Lab und da waren TJ und Rezo. Ja, lass mal skippen. Ah, Lab war ein Kill? In Lab war ein Kill in der ersten Runde? Das ist das, was ich vermute. Ich hab halt woher weiß Max, was ich beim ersten Kill dabei war? Ich meine, ich hab's gedroppt, aber ich glaube nicht, dass er das wirklich mitgenommen hat, oder? Ich hab doch gerade von dem Kill erzählt. Ja. Amin? Hä? Hat Max mich einfach gesehen, weil er Imposter ist und nicht damit gerechnet hat, dass die Lights-Outs noch waren. Kleiner Bengel. Also irgendwie habe ich ein cooles Gefühl. Heute ohne Mods. Wir haben Rezo mit am Start. Als Neuling wollen wir ihn langsam einführen. Und Nitas habe ich nicht. Quatsch, TJ ist nichts, hast du mich. War ein Joke. Nee, ich wollte gerade Lights fixen. No! Don't report! Oh. Never mind, nichts gesagt. Ist Franz in Camps zufällig? Ja, also nein, keine Ahnung. Okay. Ich bin gerade in Electrical reingelaufen und wenn du quasi an der Tür zu Electrical in dem Kasten runter bist, da habe ich den Report-Button bekommen. Ich weiß aber nicht, wer da war. Ich habe die Leiche nicht gesehen. Alter. Ich wollte jetzt erst Lights fixen. Okay. Also dieses Ja, Nein, Vielleicht finde ich komisch, weil ich habe Mirana und Franz am Anfang auf der Cam zusammen gesehen quasi. Hä? Und dann ist Franz zu mir gekommen, das heißt, ihr seid am Anfang zusammengelaufen. Gar nicht, nein, ich war komplett alleine die ganze Runde, ich war in Lab alleine, da war kein Schwein da. Da war kein Schwein da. Ich bin mir jetzt hundertprozentig sicher, Mirana ist Nummer 1, die hat den Kill als erste Runde gemacht. Der zweite ist entweder TJ oder Rezo, die haben den Kill in Richtung Lab gemacht, in Runde 1 und dann wahrscheinlich auch in Runde 2. Hast du Lack gesoffen? Ich war die ganze Runde alleine. Ich habe nämlich Timid gesehen bei Communications. Ja, okay, dann ist TJ safe, glaube ich. Bin unten reingelaufen, habe da die Drehrad-Task gemacht und die Wasserflaschen-Task, also dieses CO2-Ding auffüllen, keine Ahnung, wie das heißt. Und habe halt Franz in der Nähe von O2 gesehen. Du warst Runde 1 safe, oder? Mir kommt TJ auch verhältnismäßig safe vor. Ich war erst, wie gesagt, also das wäre halt ein für mich ist es gerade Max. Von ihm ja. Das ist halt Max, der gerade komplett auf mich. Nein, du versuchst halt voll auf mich zu blamen. Ich war gerade in Lab komplett alleine, bin rübergelaufen. Weil ich weiß halt auch nicht, Max, wo warst du denn jetzt gerade? Allein die erste Runde. Allein die erste Runde. Erklären, bevor wir jetzt irgendwelche Dummheiten machen, weil ich glaube, wir dürfen jetzt nicht falsch voten. Ja, guck mal, ich möchte kurz was sagen. Wieso soll es Mirana
Runner sein. Ich habe es nicht getötet. Aus meiner Crewmitte ist es relativ eindeutig. Aus Runde 1 waren die einzigen, die sus waren, waren Tim, Horus, Mirana und ich. Ich weiß, dass ich Crew bin, also bleibt nur Mirana übrig. Außerdem habe ich, wie gesagt, ich bin als erstes mit Franz zum Lightsfixing gegangen, bin dann in die Cam gegangen, da stand Franz mit Mirana außerhalb von Electrical. Dann ist Franz zu mir reingekommen, hat mich abgelöst bei der Cam. Ich bin runter in O2, jetzt laufe ich hoch und reporte die Leiche. Okay, jetzt möchte ich, die 30 Sekunden haben. Kill als auch dem letzten Kill. Nein, erste Runde. Erst ich wollte jetzt ausreden. Erste Runde. Ich habe dir alle Informationen gegeben, die ich auf der Cam gesehen habe. Kann ich jetzt so kurz was sagen? Für dich, damit du uns verwirrst. Hallo, ich war gerade die letzte Runde komplett allein. Ich war in Lab. In der ersten Runde. Was er gesagt hat oder nicht? Ja, nein, ich in der ersten Runde war ich vor allem gar nicht am. Aber dann hätte trotzdem beide Kills machen können. Nein, aber in der ersten Runde war ich nicht mal am Kill. Max hat gesagt, ich war wohl da an der Leiche. Nein! Ja, guck mal, da habt ihr doch eure Imposter. Hä? Max und Wieso? Ich bin davon überzeugt, das zu tun. Hä? Geht Lights fixen. Ich will buzzern. Ich werde buzzern. Ich bin unschuldig. No joke. Es sind fucking Rezo und, Max. Fix doch mal hier die Lights, jemand. Please. Rezo noch hier? Angst zu gucken. Okay. So, nee, jetzt möchte ich mal kurz reden, bevor Max wieder redet. Und zwar erste Runde. Ich bin runtergelaufen, da habe ich noch zwei Leute gesehen, die am Pylon zwischen Electrical und Storage standen. Max war wohl einer davon. Ich bin runtergelaufen, ich war in Comms drinne. Dann gingen die Lights aus, ich bin hochgelaufen. Max sagt aber, er hätte mich an der Leiche gesehen. Ich bin aber soweit niemals angehört. Ich habe gar nicht an der Leiche gesehen. Hast du gesagt? Du hast letzte Runde... Ja, du hast gesehen, aber konntest du gar nicht. Die Lights waren aus. Ich wusste nicht mal, dass du da bist. Ich wusste nicht mal, wo die Leiche lag. Das heißt, du hast mich gesehen. Du hast auch in Runde 1 überhaupt nicht angefochten. Du standst mit Tim und mir am Pylon. Nein, stand ich nie. Ich bin an euch vorbeigelaufen. Okay, ich war in Comms drin. Ich war niemals da. Du jetzt gerade die Geschichte seit Runde jetzt gerade. Nein, das war von Anfang an meine Geschichte. Und gerade eben bin ich in Lab gewesen und bin gerade zu Lights aus rübergelaufen, bin reingerannt und dann habe ich den Report-Button gesehen und du hast instant reported. Also warte, sorry, Max. Instant reported? Ja, du hast instant reported, wie ich da war. Wie ich da reingelaufen bin. Wie ich reingelaufen bin, kam instant der Report von dir. Hey, warte mal. Okay, eine ganz, ganz kurze Sache. Wer hat gerade Mirana gewotet? Ja, Rezo und Max haben mich gewotet. Weil Timmy mich davon überzeugt hat. So, kompletter Bullshit. Max ist der Imposter. Das hat mich ehrlich gesagt auch gewundert, Timmy. Warum hast du mich gewotet? Hä? Votet, ja, wenn ihr mich rausvotet, ist die Runde gleich instant vorbei, sage ich euch. Digga. Aber es ist safe, Max. Ist schwierig, oh mein Gott. Das ist wieder so einer seiner 10.000 die Crew Plays. Ich war die ganze Zeit alleine. Aber ganz kurz davor die Runde. Timmit, wo bist du hingelaufen, nachdem du bei Comms warst? Bei Comms? Wir haben uns ja bei Comms gekreuzt. Office. Sache ist, so bei der Mitte gehen wir voll daneben. Das wäre ja auch wieder scheiße, so wie in der ersten Runde. Also, Tim stand vorhin auf der Leiche, der ist nämlich jetzt tot und Max hat reported, deswegen habe ich Max gewotet. Wer soll denn mein Imposter-Paar sein, by the way? Ich schieße seit zwei Runden gegen Rezo und Mirana. Timmit war clear und TJ wurde von Rezo und Timmit gekillt. Du hast jetzt gerade angefangen, gegen mich zu schießen. Die ganzen Runden war ich komplett safe. Nein, Max, bitte votet Max. Bitte votet erstmal Max, weil Max ist 100%. Max ist 100%. Guck mal, Max hat doch jetzt gerade. Ich bin schon Mirana geworden, ihr müsst mit mir Mirana. Nein, Bullshit, er hat doch gesagt, ich wäre mit Franz gewesen. Ich habe Franz nicht mal gesehen. Ich habe Franz die ganze Runde nicht gesehen und er sagt jetzt, ich soll ihn gekillt haben. Ich war nie in Electrical, außer zum Schluss. Max. Ich glaube, wir waren richtig. Ja. Ich muss Alter, als einzige Frau gegen 9 Kerle anzukommen, ist kompletter Bullshit. Versucht mal dagegen anzukommen. Komplett richtig. Sag doch, ich bin unschuldig. Hätten die mich gewotet, wären wir instant raus. Oh mein Gott, Alter, ja, die lassen mich nicht ausreden. Netze Freunde, ich brauch. Ey, es ist so ein anstrengender Abend. Mann! Weil Max, so, er nimmt sich so übelst viel Redezeit ein. Es ist so anstrengend.
Ey, aber das muss doch jetzt ein Self-Report sein. Timid, ja, jetzt hast du Scheiße gebaut. Erzähl mal bitte deine Geschichte. Mirana? Ich bin gerade in Lab rein, dann ging Seismic an, bin hochgelaufen, habe mich sogar oben in Seismic noch versteckt. Also ich habe den rechten Seismic gerade ausgemacht. Ja, und was ist dann passiert? Erzähl mal alles. Gar nichts. Ich stehe seit 2 Sekunden, nachdem der Seismic angegangen ist, stehe ich die ganze Zeit oben und warte, bis es einer ausmacht. Es hat übelst lang gedauert, bis links einer hingegangen ist. Wer hat links von euch ausgemacht? Und dann? Nichts? Bitte sprich du erstmal. Aber du musst ja dann die. Wo war. Die Leiche liegt über Storage. Die Leiche liegt über Storage. Das ist halt extrem sus, weil ich kann dir jetzt sagen, und Timid kann das bestätigen, ich kam nämlich aus dem Gebäude links raus, da kam Timid von unten. Also wirklich straight von unten. Und wer war denn von euch, wer hat ausgemacht? Ich habe ausgemacht, aber Timid ist mit mir sehr, sehr weit mitgegangen. Also Timid ist schon noch ein paar Schritte mit mir mitgegangen. Ja. Also wie das gesagt, heißt, also votet mich, aber ich war es nicht. Ich meine, es ist eben nicht weitergegangen. So aus, als ob es Timid wäre. Also ich will euch nur sagen, ich habe, es ist nicht, ich bin es nicht, sage ich euch jetzt schon mal, weil. Aber, nein, lass mich mal kurz ausreden. Und zwar hätte ich gerade Max so hart verkauft als mein Crewmate? Nein, ganz sicher nicht. Dann hätte ich jemand anderes gewotet. Also dadurch allein, dass das Game weitergegangen ist, bin ich doch jetzt gerade in dem Moment safe. Es ist also quasi ein Game zwischen euch beiden. Ja, pass auf, also Mirana hat halt so hart auf Max geschossen und wenn Mirana und Max Imposter waren an der Stelle, haben sie sich halt so krass gegeneinander aufgehetzt. Ja, das ist... Mirana und Max es verdient, aber... Sehe ich total ein, aber es war ja vorher schon so, dass Leute Max in den Raum geworfen haben. Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber irgendwie Max stand schon im Raum. Und ja, zu Beginn in der ersten Runde. Es könnte halt auch ein smartes Play sein, weiß ich nicht. Ich gebe völlig recht, das ist ein bisschen... Aber bei dir habe ich halt schon den Eindruck gehabt, dass du. Ja, bitte? Ja, dass du halt von unten gekommen bist, dass Timid von unten gekommen ist. Ja, keine Ahnung. In der Zeit hättest du auf jeden Fall den Kill machen können. Ich habe gerade mal nachgerechnet. Also, ich habe jetzt Rezo gewotet, weil Rezo war der Einzige, der mit Max auf mich gewotet hat. Also, wenn es Mirana war, dann well played an die beiden. Nee, leider nicht. Ich wünschte, ich hätte die Imposter-Runde, weil wäre echt eine geile gewesen. Das war ein Fehler, Timid. Ich glaube nicht. Oder? Nein. Oh mein Gott, so knapp! Oh, Alter! Ah, Crewmate Simulator, weiter geht's. Ja, wir haben genug Crewmates rausgekickt, Junge. Ja, und ich habe auch genug reingeinnet, das war alles lustig. Ne, da haben wir unsere Runde. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Oh, Simon, das ist natürlich jetzt blöd, ne? Was denn? Bitte? Oh nein, letzte Runde Imposter und dann so rein. Nein. Das war schon. Also, ich habe gerade überlegt, sage ich jetzt, dass Unge aus Specimen gekommen ist und dass Timid direkt im Gang zu Admin liegt und dass es nur Unge sein könnte? Warte, wo liegt die Leiche? Oder gebe ich ihm die Runde? Oh, es tut mir leid. Nein. Ich bin's. Sag erstmal, TJ, sag erstmal, warum denkst du, dass ich es bin? Ich bin's. Bruder, du brauchst noch einen YouTube-Upload. Nein, hör mal auf mit Bullshit. Okay. Ich habe dich in Deacon gesehen. Bin dann zu Lifeline gelaufen, Timid war tot und ich habe euch dazu vorher auch in Camps zusammen rumlaufen sehen. Kurze Frage. Okay. Ja. Wo ist die Leiche? Ich habe es nicht verstanden. Okay, die Leiche ist in dem Gang von Admin zu Specimen. Nicht in Deacon, sondern in dem Gang nach Deacon. Alles klar, jetzt danke. Mal ganz kurz ab und mache mich selbst auch noch sass, weil ich bin Timid da tatsächlich in Lower Deacon gecrossed. Ja, ja. Bin dann Parsi, brauchst du aber nicht. Okay, Post Lifeline und hat sie mit tot gesehen und bin jetzt oben rumgelaufen. Ja, Parsi, wenn du Imposter bist, also es müssen dann Unge und du sein, weil Unge hat nicht reportet und Unge kam nach dir durch die Con. Bei mir lag nirgendwo eine Leiche. Bei mir lag nirgendwo eine Leiche. Ich glaube dir, wo?
Was noch möglich ist, Tim Horus ist gerade im Lab. Kann der aus Specimen gekommen sein? Nee, ich bin oben. Also, ich bin gar nicht runtergegangen. Ich habe rein, niemanden. Hab Kabel gemacht und bin wieder raus. Ich habe ja, ich niemanden im Lab generell, gesehen. Ja. Ich habe niemanden im Lab gesehen, außer Timid. Wer hat den Max dann getötet? Lass uns also das vielleicht auch. Ich kann proven, dass Tim Horus im Lab war, weil ich war in den Camps dran. Also, ich kann verstehen. Hast du Timid im Lab gesehen? Ich kann verstehen, dass das auf mich ist. Ich kann verstehen, dass das auf mich hart ist. Weil ich war mit Timid zusammen im Specimen. Aber ich habe ihn nicht getötet. Also, I don't know. Nee, schade, ich dachte, du hast eine bessere Story. Gut, das ist einfach die Wahrheit. Es ist einfach aber die Story. Es ist irgendjemand imagine jetzt TJ Franz, das wäre richtig wild. Junge, oh, das wäre Killer. Seid aber ihr euch dann mit Unge zu 100% sicher? Aber ja, wisst ihr was? Nur aus meiner Perspektive. Ich muss Unge sein. Ja, komm. Wisst ihr was? Ich gönne euch also die YouTube-Runde, Franz, jetzt, TJ. Ja? Nehmt ab. Hm? Ich gönne euch die YouTube-Runde, wenn ihr seid. Ja, ich bin es halt auch, wirklich. Ja. Jetzt fang nicht so an wie ich letzte Runde. Jetzt habe ich Angst. Guck. Junge, du hättest wirklich was geskippt. Nevermind. Ah, nee, mach doch nicht sowas. Das könnte sein, ich hätte Unge retten können. Ich hätte Unge retten können! Oh mein Gott, nein, es tut mir so leid an Unge. Es tut mir so hart leid an Unge. Ich hätte ihn retten können. Ich dachte nur, damit mache ich mich halt ultra sus. Oh mein Gott, Unge, I'm so fucking sorry. Oh. Ja, wir viben halt weiter, ne? Ja, never mind, aber ich bin halt komplett frei vom Sass. Franz und TJ sind dort. Reval, ich habe eine Frage an dich. War Franz mit dir am Reaktor oben? Nein. Ich habe ihn noch beim rechten Reaktor gesehen, aber nicht beim linken. Aber dann ist es Franz. Nee, TJ, was? Pass auf. Oh mein Gott. TJ, ganz kurz, bevor du votest. Oh Gott. Ich habe dich rechts gesehen beim Reaktor. Ich bin nach links gelaufen. Und irgendwann war die Anzeige nicht mehr 1 von 2. Und Reval ist nach mir zum rechten Reaktor gelaufen. Und ich dachte, also weil es dann 0 von 2 ist, dachte ich, cool, Reval hat TJ ermordet. Den gehe ich jetzt reporten und dann haben wir einen zweiten. Aber rechts stand Mirana und ihr seid nach links gelaufen. Ich so, what the fuck is happening? Ja, weil ich stand rechts 1000 Stunden lang. Ja, und ich kam aufs Lab. Ich hab Medbay gemacht. War ich ja mit dir zusammen im Lab am Anfang der Runde. Was haben denn die anderen beiden sozusagen? Wie geht's euch? Tim Horus, Mirana. Ich war jetzt gerade am rechten Reaktor. Ich bin am rechten Reaktor. Keiner macht links die ganze Zeit. Dann denke ich, okay, vielleicht links, liegt links seine Leiche. Wollte dahin laufen. Dann macht aber Reval und Mirana. Mirana macht rechts, Reval macht links den Reaktor. Ich gehe in. Ich sehe dann aber unten durchs Fenster, dass da eine Leiche liegt. Vor Cams. Und von da halt kommt. Oh, Franz halt, ne? Nee, ich war nicht mal auf der Seite. Ich bin bis zum linken Dropship gekommen. Oh mein Gott, das wäre echt frech. Bis zum linken Dropship-Eingang, ne? Bis zu der linken Kante bin ich gekommen. Dann stand 0 von 2 auf der Anzeige, dass niemand mehr seine Hand drauf hat. Und ich bin zurückgegangen, weil ich wusste, Reval ist gerade mit dir auf der rechten Seite gewesen. Ich dachte, er hat dich da ermordet. Ich habe eine Information. Also die Leiche ist schon so 20 Sekunden tot. Also dann kann ich gar nicht gewesen sein, TJ. Weil wir waren zusammen im Lab. Holy shit. Ich hab den nicht gesehen im Lab, oder? Also du standst am Teleskop, ich habe links mein Bohrer gemacht und war dann auf dem Medbay. Warte mal, Leute. Hast du vielleicht Leute einfach eine größere Vision als vielleicht deine Crewmates? Also nicht Crewmates? Ja, aber dann kann ich ja trotzdem den Kill nicht gemacht haben. Sieht schon sehr komisch aus. Warte mal, es waren 3 Leute bei Lab gerade eben, also bevor der Reaktor angegangen ist. Wer war denn bei Lab zu dritt? Ich war vorne im Boiler, im Bohrerraum. Warte mal. Das sind 2 Stunden. Ich weiß, Gelb war mit mir im Admin, oder? Ah, ich war im Bohrer gerade die ganze Zeit, bin dann raus. Dann war ich Upload machen und dann bin ich rechts hoch, da war aber dann schon durch. Ja, wir müssen jetzt voten, ne? Weil sonst. Ich bin ziemlich hart sass auf Tim Horus, glaube ich. Aber Reval weiß auch nicht. Keine Ahnung, wir können auch skippen. Wir können auch skippen. Wir müssen voten. Ja. Weil wir wissen nicht, ob einer schon raus ist. Na, Unge war richtig.
Ja, das ist leider falsch. Tim Horus hat in der ersten Runde geskippt und hat nicht mit auf Unge gewotet. TJ kann den Kill auf jeden Fall unten rechts machen. Ja, da war ich mir nicht sicher, ob wir jetzt wirklich Unge rauskicken müssen direkt. Ja, doch, war richtig. Okay. Okay, Leute, Konzentration. Konzentration, wir brauchen Musik, wir konzentrieren uns jetzt. Oh, bitte, wir haben genug Zeit. Wir müssen uns hier nicht stressen. Ich muss gucken, wo die anderen sind. Ich muss die finden, die einzeln sind. So ist es wichtig zu wissen, wo die sind. Bitte, Chat, entspannt euch jetzt. Ich bin schon mit meinem Puls genauso auf 205 wie die anderen Leute. Bitte entspannt euch jetzt. Ich versuche mich auch zu entspannen. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Entspannen. Wir viben ein bisschen. Wir haben having good times. Hä, wo sind denn alle? Bin ich doof? Okay, difficult situation. Ich war mit TJ und Reval an Admin. Da bin ich durchgerannt zu Decon, Specimen, habe meine letzten drei Tasks gemacht. Zählen, dieses, wo man sich merken muss und zuordnen. TJ ist dann auch reingekommen in Specimen. Da bin ich rausgerannt an den Admin-Table. Und da liegt jetzt Reval tot, also TJ. Und dann haben wir gewonnen. Du mich voten? Ja, und dann haben wir gewonnen. Ich bin oben in Richtung Lab gelaufen. Ich wollte jetzt hier direkt. Es ist Tim Horus auf jeden Fall. Weil ich hab ihn mit Reval, also er ist dann, angeblich hat er drei Aufgaben gemacht in Specimen. Angeblich. Ja, Digga, du warst super schnell. Ja, Speedrun. Fertig einfach für drei Aufgaben. Ich bin halt Maustastatur Main. Weil eine der Aufgaben musste nämlich down. Frage, kurz Pause. Lass mal überlegen, laut. Warte, wo wart ihr? Ich war gerade auf dem Weg zu Electrical. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Also, Story nochmal. Ich renne mit TJ und Reval an Admin. So, die sind da beide. Ich renne zu Specimen, mach drei Tasks. Dann kommt TJ dazu. Renne zurück an den Admin-Table. Auf einmal liegt Reval da tot. So, TJ. Ja. 60 Sekunden haben wir noch. Ja, okay. Erstmal muss ich noch dazu sagen, dass Reval und ich Tim Horus hinterhergelaufen sind, weil wir gucken wollten, was er tut. Es ist die ganze Zeit niemand umgefallen, es ist die ganze Zeit keiner gestorben. Dann gucke ich Lifeline, immer noch keiner gestorben. Dachte, okay, vielleicht hat ja Tim Horus jemanden bei Specimen irgendwie auf dem Admin-Panel gesehen. Geh da hin. Dann steht er da und läuft halt instant zurück zu einem Admin-Panel. Und ich komme gerade zur Leiche hin bei Reval und der reportet. Du hast doch gerade sogar gesagt, du bist ein Specimen rein, jetzt kommst du auf einmal von Lifeline, merkst du mir? Das ist irgendwie ein bisschen irritierend jetzt ganz. Nein, davor war ich Lifeline. Let's win it, Mirana, wir sind gute Crewmates. Na, Mirana, wenn wir mich jetzt... Let's go. Mirana. Nein. Okay, ich wollte... Hast du mich nicht, ja? Warte mal, ist das jetzt Third Post? Well played, Mirana, holy shit. Danke für die Runde, Leute, ich liebe euch. Der Runde. Oh, ich liebe euch. Yo. What? Ich dachte mir, Mirana macht das easy alleine, deswegen habe ich mich am Anfang erwischt. Wie gut du warst. Also, wie ich jetzt nochmal ganz kurz... Oh mein Gott. Ausgesprochen. Oh Gott, du bist so ein Arsch, warum verkackst du sofort? Ja, aber ist nicht schlimm. Ich wusste, du holst es allein. Oh mein Gott. Ja, nochmal einmal für alle. Ringe 1000 Q. Oh mein Gott. Ich musste einfach nur gucken, dass ihr euch outplayed. Hat wunderbar geklappt.
Junge, einfach smart, diese Runde. Wow. Respekt. Oh mein Gott. Es war auch alles, es war auch alles sehr, sehr gut getimed. Als das Licht aus war, ist Miranda hat den Kill gekriegt. Als Reaktor an war, hat Miranda den Kill. Wäre perfekt. Oh, das ist einfach so gut gelaufen. Vor allen Dingen. Danke, Unge, deine Wahl geht's gut. Miranda hat auch komplett gedribbelt. TJ, du bist so 2 Zentimeter an Miranda vorbeigelaufen, als du zum Kill gelaufen bist. Ja, weil die Lights aus waren. Ich habe darauf spekuliert. Ja, ich weiß. Ich habe darauf spekuliert. Ich habe halt gesehen, Tim kam von unten und dann habe ich gesehen, fuck TJ, und bin dann halt schnell weggerannt, dass er mich nicht sieht, weil er hat so eine kleine Vision und ich sehe euch ja alle. Aber war es nicht irgendwie klar, dass TJ es nicht ist, weil der Unge rausgehauen hat? Das ist scheißegal, wer es war. Weil er meinen Fuß gekriegt hat, obwohl er mich rausgevotet hat. Ja, irgendwelche Informationen. Das dachte ich vorher schon bei Franz eigentlich. Franz muss da schon safe gewesen sein. Aber ja, das war so stark. Das war einfach richtig stark, Miranda, Respekt. Dankeschön. Das war die erste Runde heute mit Timid. Es war meine erste Imposter-Runde heute, ne? Und erstmal komplett rasiert. Fantastisch. Solo. Ehre an Miranda.